Ja, nice. Herzlich willkommen, Freunde. Hier wieder zurück zu Wildlands. Und in der Nähe treiben sich Gegner rum. Und wir haben gerade einen Schlachtplan gemacht, wie wir jetzt weiter vorrücken. Oder wie wir jetzt weiter vorgehen werden. Der Tango ist hin. Und ich wollte den gerade eliminieren und auf einmal der Tango ist hin. Der fliegt einmal, macht so einen Salto nach vorne. Na, 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 na. Macht er eine Feindliche. Na, 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 na. Nice. Na, 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 na. Wir sind langsam halt gut schon gemacht. Pros wir auf und dann weiter. Ja, ne? Von übel. Nur wo ist der Eingang? Da. Ich will. Granate fliegt. Nein, du musst... Oh. Ein Paket ist aufgereinigt. Hä? Ah, lol. Barsche. Auf Santa Blanca viele von denen verleiht. Was ist das? Hab ich gedacht, das geht nicht. Behindert. Ich muss gleich mal meine Fähigkeitspunkte aktivieren. Ich glaube, das mache ich mal kurz. Ich habe 4 Fähigkeitspunkte. Wow. 4. Heftig. Oh. 4 heftige Fähigkeitspunkte. Ich habe Fahrzeugzerstörung gar nicht hochgelevelt. Ja. Lol, dann mache ich das jetzt. Oh, geil. Genau, ich glaube, ich nehme als nächstes Blendgranate. Das ist ganz cool. Ja. Subidubi. Okay, oh warte, hier ist noch was. So, und dann, wo haben wir jetzt gesagt, gehen wir hin? Wir gehen jetzt zu Charlie. Dani! Charlie! Hallöchen, Charlie! Hallo! Und von Charlie aus rücken wir vor bis auf Rot und versuchen, bis auf Los und versuchen 200 Euro einzunehmen. Ja, ja. So läuft das. Ich will die Schlossallee. Mann, Schlossallee ist die heftigste, lass das. Die kaufe ich immer und dann gibt's Häuser und so. Lacker! Das ist meine, ich habe zuerst Schlossallee gesagt, nicht. Oh, lol, guck dir das einfach mal von hier an. Diese Sicht. Warte, ist nicht von hier dieser eine Screenshot? Sieht irgendwie aus. Warte, wie kann man die Hub schon wieder ausstellen? Minus, Numpad. Oh, nice. Und Screenshot. Hast du die Akte über Madre Coca gesehen? Die Alte ist echt krass. Ja, die ist da wieder rein, ey. Fing als Coca-Pflückerin an und hat sich zur Kartellschaft gekämpft. Jetzt düsen wir da hoch. Eine Überdosis zu Alpha. Und sie hilft Santa Blanca immer noch bei dem Scheiß. Ja, ist das zu glauben? Nee, zu dem Alpha. Hat Alpha gemacht? Ja. Ach, der ist da. Oh, liegt der übelst tief. Mit der Schlampe. Nein, ich meine, sie mag Hardcore sein, aber sie ist so fantasielos, um einen anderen Lebensweg zu wählen. Langlaufen. Ich springe da gleich runter mit dem Fallschirm. Okay. Oh, es hat geklappt. Gedacht, mich haut jetzt hart auf die Schnauze. Oh nein, es hat geklappt. Und jetzt rutsche ich den Berg hinab. Yeah. Ich bin unterwegs, warte. Das war voll dumm. Noch 150 Meter. Oh nein, ich bin voll mit dem Kopf auf die Steine geknallt, weil ich nach vorne gefallen bin. Oh nein. Ich bin mit dem Motorrad hier runtergefahren. Das ist nicht dein Ernst, oder? Doch, du glaubst wirklich, das geht gut? Hat es auf einmal gestoppt und dann auf einmal knall ich nach vorne. Lol. Da lag was. Eine Eidechse. Das würde ich heilen, ach, gedrückt halten. Steht erstmal so. Grapsch dir so an die. Oh, vielen Dank. Mütze. Danke. Bitte. Zwei Marines wollen nach Houston fliegen. Marines und Flugzeuge. Das wird gut. Kaum sitzen sie auf ihrem Platz, als ein Corporal der Army durch den Gang marschiert und sich auf den Platz neben sie setzt. Der Corporal zieht sich die Stiefel aus und macht es sich gemütlich. Die beiden Marines werfen einen Blick auf ihn und beschließen, sich einen Spaß zu machen. Als das Flugzeug in der Luft ist, sagt der Marine am Fenster zu dem Corporal: Hey Mann, könntest du mir wohl was zu trinken holen?
Kein Problem, sagt der Army-Typ. Alles klar. Springt auf, wer geht? Wer, geht wer nimmt A? Kaum ist er weg, nimmt der Marine einen der Stiefel eins, des Corporals. Zwei, drei. Das ist echt fies. Der Corporal kommt mit dem Gepäck zurück. Verdammt. Kaum sitzt er wieder, als der zweite Gut Job. Grinst und sagt, nice. Hey Mann, das Gesöff sieht echt lecker aus. Könntest oh Mann, die sollen aufhören, da zu reden. Und wisst ihr was? Der Corporal grinst nur. Klar, sagt er und springt auf. Kaum ist er weg, als der Marine den anderen Stiefel nimmt und einen dicken Klumpen reinrotzt. Die Marines lehnen sich zurück und genießen ihr Getränk. Ein paar Stunden später landet der Vogel und der Corporal zieht seine Stiefel an und weiß sofort, was los ist. Er sieht die Marines an, die ihn frech angrinsen. Muss das sein? Fragt der Corporal. Infos über die Termine des Kartellkillers. Setzen wir ihm zu, damit er Angst verbreitet. Hat sonst noch jemand die Schnauze vom Gelaber dieser Kartellärsche voll? Hiermit können wir es beenden. Das ist der Standort von einem. Oh, die nehme ich immer gerne. Meins. So, nächstes ist hier. Wir klappern jetzt jedes einzelne Ding ab. Und da ist ein Wagen mit Geschütz. Oh. Vom Santa Blanca Kartell. Wo hast den Move gerade gesehen? Krasser Move. War ich das? Warst du das? Nein, ich war das nicht. Oh, lol. Bei mir labert da irgendwas. Ha, jetzt gibt's keine Musik mehr. Ich hör immer noch Musik. Ich mach's immer wieder an und aus. Nein. Oh. Ich bin immer wieder. Na. Oh, schön. Oh, jetzt läuft's aber gerade. Richtig geile Sicht gerade, so von vorne schräg. Bei dem Sprung dann. Ach so. Nice. Ich wollte jetzt einfach reinfahren. Warte, geh mal ins Geschütz. Ja, Moment. Die will ich. So. Ready? Ja. Jetzt geht's auf die Schnauze! Hallo? Ich sehe gar nichts. Ich auch nicht. Kann ich da ranschießen? Die Tür? Hallo, Freunde, wo seid ihr jetzt? Ach, stimmt, die chillen jetzt da oben. Wow. Wir haben eine Minute. Rein. Wow. Ja, das war, glaube ich. Das war, glaube ich, für uns too fast, ey. Das war too fast and the furious. Hätte ich jetzt aber auch gesagt. Oh Mann. Too fast and furious, ey. Too fast and furious. Oh ja. Sus. Oh ja. Oh je. Yeah. Oh ja. Da. Warum gehen wir nicht erst die Treppe hoch und machen es dann? Granate kommt, komme mir an der Kulera. Die suchen uns vor sich. Hilf doch Kava aus, dann los. Pass gut zu meinen Stiefeln. Hab's. Nice. Nach der Abschaltung dieser Station können die Rebellen aktiver werden. Aber da sind noch welche ganz oben, oder wie? Unten waren noch zwei. Ach so, ich hab nicht, da hat jemand gerade jemand eine Granate hochgeworfen. Ja, ich war das. Ach so, lol, ich hatte erst Angst, lol. Wir brauchen weniger. Ich war eher unter dir. So, Kiri, der nächste Punkt wartet auf uns. Das ist Wildlands im Schnelldurchlauf. Anschnallen, Leute. Okay, mach was. Dass die Produktion Männer zu verlaufen und dann kommen? Das ist korrekt. Und anders als wir anderen stammst du nicht aus Elvade. Stimmt es, dass du ein Rhodes-Stipendium hattest? Dann ist Radio gar nicht aus. Das stimmt. Ich habe in Oxford. Ich habe mich schon die Gringos abgeschossen, die echt guten Stoff. So, jetzt? Ist jetzt aus? Ja.
Verdammt, da wollt ihr nicht hin. Oh, siehst du das, wo wir jetzt gleich hinfahren? In Unidad-Zin-Ding. Das heißt, wir müssen wieder strategisch vorgehen. Oh. Oh. Wir sind Unidad-Chili. Scheiße, 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 scheiße. Die Köpfe so im Dreck. Hä? Ich bin's nicht. Wir sind doch noch gar nicht da. Ich glaube, es ist der Heli. Scheiße, Mann. Unidad ist echt nicht leicht, ey. Nee, die nerven vor allem auch richtig. So, jetzt wähle ich mal kurz was etwas anderes aus. Das da. Und hier nehme ich das da. Ist so. Oh. Der Heli war einmal. Der Heli war, mir wurde gerade angezeigt. Genau, da düsen wir ja nachher sowieso hin, fällt mir gerade auf. Hahaha. Haha. Boah, hier sind gepanzerte Fahrzeuge. Wow. Die Sniper, die benutzen, ist abnormal. Wow. Ich hab grad Shots von denen reingekriegt. Die sind nicht schön. Tango getötet. Oh, meiner ist so ein Typ vor mir herum. Der ist okay. Das ist jetzt nicht mehr. Okay, okay, das ist abnormal schwer. Holy shit. Ja, wenn du auch gleich entdeckt wirst, bevor du da bist. Ja, what the fuck. Ja, geil. Ja, geil. Die Frage ist, wir können natürlich jetzt sagen, ja komm, das können wir später machen und wir gehen jetzt erstmal weiter nach oben. Genau. Ich glaube, das ist okay. Schlauer, dann machen wir das halt ein bisschen später. Das ist, glaube ich, jetzt nicht die Welt. Hier, ja, okay. Gehen wir dann zu Bravo. Genau, dann holen wir uns danach erstmal die AK-12. Ah, die sexy AK-12. Oh, oh ja. Oh, Mann. So, wann sind wir denn endlich da? Ich möchte mal bitte schnell reisen. Dankeschön. Meinst du, wir sind vorhin nicht schon mal gespawnt? Das kann sein. Uno Kilometro. Erster. Wupp. Bis hinten. Yay. Warte, wo jetzt sind? Da. Ach, das sind nur 300 Meter. Ja, gut. Ist aber nicht runter. Ihr Versorgungsflugzeug sieht randvoll aus. Oh. Schnappen wir es. Die Rebellen brauchen das Zeug. Seht mal die Waffenkiste. Das war unabsichtlich. Hey, lol. Warum stehst du? Du standest gerade. Ich bin eingebunden mit meinem Arm. Lol. Bitte. Oh, Waffe. Ah. Geil, das kann ich gebrauchen. Boah, hier gibt's grad übelst Damage. Ah, der Typ ist ja tot. Das Flugzeug ist Schrott. Wir brechen ab, das war's. Granate fliegt. Warte. Und.
Verdammt! Du hast ja in unserem Einsatzkommando beigetreten. What the fuck? Sie beruhigen sich. Sie denken, wir wären fort. Wie geht das denn? Das ist doch auf privat gestellt. Wer denn? Da. Der hieß Popflash Gordon. Ah, das ist ein Kumpel von mir. Aber wie kann der beitreten? Kann ich dir nicht sagen. Das ist komisch. Toll. Solange jetzt hier gleich nicht reinjoint. Und dann steht er hier so, hallo? Dann schmeiß ich ihn raus. Das habe ich schon. Warte, jetzt will ich mir kurz die Waffe angucken. Ausrüstung. Oh, geil! So, erstmal hier jetzt schön aufmotzen. So, Unterlauf, vertikaler Griff, Lauf, langer Lauf, Mündung, Schalli oder Kompensator? Ja, Schalli. Farbwahl. Das da sieht eigentlich ganz cool. Nee, oder? Ja, da kann man sich auch extrem vertiefen in der ganzen. Boah, die sieht ja geil aus. Zieh dir mal meine Tarnung an, hier. Eine sneaky Waffe, ey. Warte, wie sieht meine Pistole jetzt eigentlich auch so hässlich aus? Nein, meine Pistole ist Gold geblieben. Sehr schön. Tango markiert. Er steht sehr nah bei Zivilisten. Der hat nur 20 Schuss, Alter. Wie sieht die aus? Einen Moment, bitte. Nice. Ja, nicht? Ja, hat was. Oh, guck mal, wer da unten chillt. Was? Wir haben ein Netz davor. Die kann man nicht rausschießen. Hat der eine. Oh mein Gott. Falsch gelaufen. Da fahren sie weg. Egal, wir waren das nicht. Die haben uns zuerst angegriffen. Hä, ich hab doch auf E gedrückt. Ich vergesse immer, dass ich E gedrückt halten muss. So. Ah, scheiße, das wird morgen bitte. Früh. Das wird morgen früh wehtun, glaube ich. Jetzt geht's dorthin. Du steigst aus und ich steig ein. Alles gut, alles gut. What? Er hat uns hier gesehen. Der Rebelle. Der holt da einen so einen Typen. Aus dem Auto. Mein Auto wurde geklaut. Los, raus da! Bist du im Auto drin? Du läufst bei mir nämlich die ganze Zeit. Ich bin in deinem Auto drin. Lol, bei mir läufst du einfach. Lol. Ups. Wow! Lebt noch. Bei mir läufst du die ganze Zeit im Auto hinterher. Nein, ich laufe nicht. LOL! Fahr verschwunden. Also bist du ready, was wir jetzt gleich machen? Ja. Stuntman! Holy shit! Aber die Landung ist natürlich perfekt, ja? Landung ist perfekt, aber. Boah. Na, ist nichts passiert. Du musst jetzt zugeben, die Landung war gut. Ja, die war echt gut. Ah, ich weiß nicht, welche Gruppe Feinde. Ey, wie du da einmal hinter dem Auto herläufst. Django ist tot. Oh, ich bin Stufe 12. Wahrscheinlich durch den wunderbaren Stunt. Ja. Oh, lol, ich hab den Typen gehört. Da bin ich geschossen. Sehr schön. Mal den. Wer muckt denn da auf? Siehst du? Ach, hast schon. Nice. Da unten ist so einer. Einer. Hab ihn. Abschuss. Jetzt noch einer da. Korrektur. Jetzt ist nur noch ein Sniper.
Verdammt! Hätten wetten sollen. Wen holt. Geht ja auch schon wieder ziemlich lange hier, ne? Oh, versuchen welche Stress, glaube ich. No. Ballas, Ballas. Cinco de Ballas. Geschafft, alle noch ganz? Ja, hab ich schon verstanden. Ob Santa Blanca viele von denen noch Dinge zum Einsammeln, ne? Das Telling. Das ist ein Streckenplan für einen Konvoi über die Todesstraße. Wie es scheint, haben sie Geleitschutz. Ich habe einen Namen. Todesstraße. Salazar. Hier wird über einen Kartellmann namens Salazar geredet. Haben Sie was zu dem? Ah ja. Jorge Salazar, Madre Cucas Liebling. Wie bitte? Die Geschichte geht ungefähr so. Salazar war 17 und hat auf den Feldern gearbeitet, als Madre Cuca Tabacal übernommen hat. Sie hat ihn direkt ins Herz geschlagen. Weil Joches Alter gestorben ist. Sie bot Joche Arbeit an. Joches Vater war dagegen. Also hat sie ihn in einen Reifenstapel gesteckt und angezündet. What the fuck? Joche ist seither ihr Adoptivsohn. Und ihre Rechte hat... Was? Das ist völlig krank. Salazar ist der einzige Mensch, dem Madre Cuca wirklich vertraut. Wenn wir ihn schnappen, bricht eine Welt für sie zusammen. Sehen, was wir tun können. Gut, Freunde, wie das weitergeht, seht ihr aber in der nächsten Folge, wenn wir irgendwann Salazar uns schnappen. Haut rein, bis denn, auf Wiedersehen. Tschüss.